Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hock dich her. Willkommen im Bräustübel, hätte ich beinahe gesagt. Aber ist es wirklich ein Bräustübel mit Tee? Ich trinke den nicht, weil ich dem Alkohol abgeschworen habe, obwohl das wahrscheinlich auch gar keine so schlechte Idee wäre, sondern ich muss heute noch arbeiten und sollte nüchtern bleiben. Der Soziologieprofessor Hartmut Rosa hat ein Bild geprägt, was ich gerne mit dir teilen möchte. Er hat gesagt, wir befinden uns in unserer beschleunigten Welt auf einer Rolltreppe. Wir gehen gegen die Fahrtrichtung der Rolltreppe immer weiter nach oben. Das bedeutet, wenn wir schnell genug sind, wenn wir stark genug sind und dranbleiben, dann werden wir immer weiter nach oben kommen, auch wenn es mühevoll ist. Aber sobald wir einmal innehalten, eine Pause machen, aus welchen Gründen auch immer, dann fährt uns diese Treppe wieder nach unten. Du hast bestimmt mitbekommen, dass in den letzten Monaten bei mir weniger Videos auf dem Kanal waren. Ich habe ein wenig eine Pause gemacht, machen müssen. Es wurde einfach weniger. Und deswegen erzähle ich dir auch von diesem Bild. Wenn du andere Kanäle in den Social Media Kanälen verfolgst, andere Creator, Influencer, wie noch immer, wie du es nennen willst, verfolgst, dann ist dir das Thema der mentalen Gesundheit in dieser Berufsgruppe bestimmt schon öfters untergekommen. Und es ist tatsächlich so, dass das ein Problem für diesen Berufsstand, diesen ganz neuen ist. Und das hat sehr viel zu tun mit eben genau diesem Bild der Rolltreppe, die dich gnadenlos nach unten transportiert, wenn du innehältst. Irgendwann hat YouTube einmal den Algorithmus geändert. Ganz früher war es so, man hat irgendwo in der Suchmaschine gesucht, was einen halt interessiert. Dann hat man sich ein Video angeschaut, hat geliked und hat, wenn einen das Programm dieses Kanals interessiert hat, abonniert. Und dann hat man immer die Sachen gesehen, die dieser Creator eben online gestellt hat. Immer wenn es ein neues Video gab, man hat es gesehen, das sind die, die ich abonniert habe. Nach ein paar Jahren hat YouTube das geändert. Es war wahrscheinlich auch nötig, dies zu ändern, weil es wurden immer mehr Videos, so und so viele Millionen Videos in jeder Stunde werden hochgeladen. Man kann sich überhaupt nicht mehr merken, wen man alles abonniert hat und ob einen das noch so interessiert, weiß man nicht. Und dann hat YouTube entschieden, eine künstliche Intelligenz daran zu setzen, herauszufinden, was denn den einzelnen Zuschauer am meisten interessiert. Und das war ganz grundsätzlich eine gute Idee. Weil es gibt ja Dinge, von denen man selber noch nie gehört hat, die aber trotzdem interessant sein können. Und je besser mich der Algorithmus kennt, was schaue ich mir gerne an, was schaue ich bis zum Ende an, wo like ich, wo setze ich einen Kommentar, was abonniere ich. Der Algorithmus lernt mich immer besser kennen und schlägt mir Videos vor. Entschuldigung. Das ist sehr sinnvoll. Und das macht der Algorithmus auch ganz gut. Nur ist es jetzt so, dass für YouTube ist das Wichtigste, dass du ein Video schaust. Ein Video, irgendein Video. YouTube ist es völlig egal, welches Video du schaust. Was ihm nur wichtig ist, dass du damit zufrieden bist, dass du es gerne schaust und dass du danach wieder ein Video schaust. Es ist im Grunde auch egal, welches. Wichtig ist nur, du bleibst auf der Plattform, schaust Videos und damit Werbung. YouTube hat kein Interesse daran, dass meine Videos gesehen werden, weil sie verdienen an mir genauso viel wie an jedem anderen Creator. Und das genau ist jetzt das Problem. Mache ich eine Pause, lade mal kein Video runter, dann denkt YouTube, na ja, dann, wie sagt man in Bayern, eine andere Mutter hat auch ein schönes Kind, schlage ich dir ein anderes Video vor. Du hast ja andere Interessen auch, schaust andere Videos auch gern, nicht nur übers Malen oder über Holzschnitt oder Wandern, sondern schaust dir auch andere Sachen gerne an. Und es gibt genug. Also schlägt YouTube dir etwas vor. Für den Videoersteller hat das große Problem,
diese fehlende Loyalität führt dazu, dass du in Vergessenheit gerätst. Der Algorithmus beachtet dich nicht mehr. Und das ist etwas, was nicht einfach zu verkraften ist. Wenn man wie ich eben über 3 Jahre Videos macht, neue Abonnenten bekommt, neue Zuschauerkreise erreicht und auf einmal sinkt das alles. Das ist nicht einfach. Ich habe, wenn ich ein Video online stelle, sind es ungefähr 500 Leute, die Videos immer sofort schauen. Das ist der harte Kern, die haben die Glocke aktiviert, die wollen gerne jedes Video von mir schauen. Und von diesen Zuschauern, auf die kann ich sozusagen zählen. Und von denen kaufen auch ein paar Bilder. Weil es ist so, ich lebe zum größten Teil davon, Bilder zu verkaufen, Grafiken zu verkaufen. Also bin ich darauf auch angewiesen. Und wenn das 10% tun, dann sind es von 505, dann ist das schon eine ganz anständige Zahl. Aber nun ist es ja ein Markt, der irgendwo auch gesättigt ist. Ich weiß, ich habe mit einem telefoniert, einem Sammler gesagt hat, mei, das ist so ein schönes Buddel, aber ich habe überhaupt keine Wand mehr, wo soll ich ihn hin damit? Und das ist ja auch ganz normal. Man möchte ja auch andere Künstler sammeln oder man hat ein begrenztes Budget oder eben begrenzte Platz an den Wänden. Und insofern ist es eben etwas, was nicht beliebig skalierbar ist, wie jetzt Weißwurst, wo man sagt, da hat man jeden Freitag Lust drauf in der Früh. Und so ist eben Wachstum unglaublich wichtig. Und Wachstum, und da komme ich jetzt wieder auf Hartmut Rosa, er sagt, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft sogar, stabilisiert sich durch Wachstum. Man muss sich ja vorstellen, es gibt einen Kuchen und der wird geteilt. Und wir alle wissen, dass der Kuchen nicht gerecht geteilt wird. Es gibt die Großkopferten, die sich immer etwas mehr vom Kuchen nehmen. Ob das jetzt Apple ist und Amazon und die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, die Pharmaindustrie. Alle nehmen sich riesige Kuchenstücke und für die Kleinen bleiben halt kleine Stücke übrig. Was aber nicht schlimm ist, wenn der Kuchen immer größer wird. Aber unser Kuchen wird nicht mehr größer. Wir hatten die Corona-Krise, die Energiekrise, in der wir stecken, Inflation, der Kuchen wächst nicht. Und deswegen wird eben eklatant sichtbar, dass sich gewisse Leute immer die ganz großen Stücke rausschneiden und es für viele halt einfach auch keine Stücke mehr gibt. Und das sind alles Dinge, die einen beeinflussen und die einfach auch auf die Stimmung drücken können. Wenn man sieht, verringere ich die Taktrate, die künstliche Intelligenz mir vorgibt, sinke ich einfach ab, ich verliere Zuschauer und ich mache entsprechend, verkaufe ich auch weniger Bilder. Es sind weniger Patrons, die mich unterstützen. All das sinkt ab und das ist etwas, wenn man so wie ich eben in der Zeit aufgewachsen ist, in dem es immer Wachstum gab, in dem es immer besser wurde, in dem es weiterging, das ist nicht ganz einfach wegzustecken. Und deswegen habe ich versucht, ein wenig kürzer zu treten in diesem Bereich, um einfach auch wieder Kraft und Mut und Lust zu haben, in dieser Art weiterzumachen. Ich habe nicht aufgehört zu malen. Und ich habe nicht mal aufgehört, Videos zu drehen. Ich habe unglaublich viele Videos auf meiner Festplatte. Videos, die ich nicht zu Ende geschnitten habe oder für die ich noch keine wirkliche Form gefunden habe. Wenn ihr hinter mir schaut, es hat sich auch im Atelier viel verändert. Ich habe rumgebastelt und gebaut und habe mehrere Projekte gemacht, habe mich ganz intensiv mit Schreibmaschinen auseinandersetzt, mit 3D-Fotografie, habe verschiedene neue Formate gemalt. Aber all das waren Dinge, die ich nicht veröffentlicht habe. Ich werde sie irgendwann
zur richtigen Zeit wohl auch hier auf dem Kanal euch präsentieren. Aber wenn ich das Gefühl habe, es ist eine runde Sache, wenn man einfach immer eine Taktzahl einhalten muss, um nicht abzusinken, ich bin wieder bei der Rolltreppe, ihr merkt's, dann macht man irgendwann auch Videos, die nicht so gut sind, mit denen man nicht so einverstanden ist, zeigt Kunstwerke, die nicht immer so gelungen sind. Und es ist einfach so, kein Künstler würde das, wenn er ehrlich ist, anders sagen, als es ist nicht jedes Werk ein Meisterwerk. Manche sind so lala, manche sind halt einfach schlecht. Und die werden halt dann auch einfach übermalt und keiner erfährt davon. Aber wenn man natürlich das Ganze im Video live sozusagen malt und präsentiert, dann schon. Und irgendwann habe ich das eine oder andere Video auch gelöscht und doch das eine oder andere Bild übermalt. Und so soll das aber eigentlich nicht sein. Ich möchte euch schöne Dinge zeigen. Ich möchte euch interessante Filme machen. Für mich ist das Allerwichtigste und das Wunderbarste im Leben ist eben die Kunst, die Malerei und das Geschichten erzählen. Und ich hätte gern, dass es eine schöne Geschichte ist. Und die ist nicht immer sofort und hundertprozentig abrufbar. Das braucht manchmal Zeit, manchmal gelingen einem viele Dinge hintereinander, manchmal halt nicht. Und ich möchte nicht mich von einer künstlichen Intelligenz weiter peitschen lassen. Das hilft mir nicht, das hilft auch euch als Zuschauer nicht. Und das war eine der Gründe, warum es ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber ich habe mir vorgenommen, wieder ein paar Sachen mehr zu machen. Ich habe auch schon schöne Projekte in Aussicht und ich hoffe, dass ich euch da auch vieles wieder zeigen kann. Ich glaube, wir alle haben gelernt inzwischen, dass es nicht die Quantität ist, sei es von Kapital oder Freunden, von allem von Erlebnissen, sondern dass immer die Qualität ist, die uns glücklich macht. Und jetzt komme ich schon wieder mit Hartmut Rosa. Ihr merkt es, ich bin da sehr gerade in der Literatur von ihm drin und beschäftige mich mit seinen Ansätzen. Sondern es ist immer eine Frage der Interaktion. Er nennt es Resonanz. Wie ist die Resonanzbeziehung, die ich aufbauen kann zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu Kunden, auch zu Dingen, zur Kunst, zur Leinwand, zur Landschaft, die ich mache. Es sind immer Resonanzbeziehungen, die entstehen. Und auch wir haben eine solche Beziehung. Man nennt es ja eine parasoziale Beziehung. In der Regel, wahrscheinlich kennen wir uns nicht persönlich, trotzdem haben wir eine Resonanzbeziehung. Ich erzähle dir eine Geschichte, du schaust meine Videos, hast vielleicht, ich hoffe, Freude dran und kommentierst. Und daher weiß ich von dir und deinen Gedanken dazu. Und das ist eine Resonanzbeziehung, auch wenn sie eben parasozial ist. Und ich glaube, diese Qualität ist es, die einen glücklich macht. Mich macht sie glücklich, wenn ich weiß, du hast Spaß an meinem Video gehabt, ich habe dich zum Nachdenken gebracht oder dir einfach nur die Zeit vertrieben, konntest dich entspannen und hast eine schöne Zeit gehabt. Das ist es, was mich glücklich macht. Und wenn du dann auch noch, wie gesagt, einen Kommentar schreibst, ein Like gibst oder mich weiterempfiehlst, vielleicht sogar Beutel kaufst oder wie auch immer, mein Patron wirst, dann ist es etwas, was mich freut und wo ich weiß, da ist etwas, was die ganze Sache wertvoll macht. Und da geht es nicht unbedingt ums Finanzielle. Natürlich auch das ist eine Resonanz. Aber es geht vor allem um die Qualität dieser Resonanzbeziehung, die wir haben. Und deswegen möchte ich besser werden, etwas interessanter werden und nicht gejagt werden auf dieser Rolltreppe. Und wenn ich jetzt schon, ich höre dann auch bald auf, von Resonanz spreche, gekommen bin ich auf Hartmut Rosa durch meinen Ältesten, der studiert Soziologie. Der hat mich mit diesem Thema vertraut gemacht, weil er gemerkt hat, dass
diese Dinge, an denen ich gerade knabbere, die mir sehr, sehr wehtun, das ist unter Umständen durch diese Sicht oder diese Erklärung dieses Systems es leichter fällt, da eine Lösung zu finden. Und deswegen bin ich ihm da sehr dankbar über diese, ja, über diese Inspiration. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen über diese Inspiration weitergeben. Es ist doch ganz interessant nachzudenken, wie wir irgendwo zusammenleben und wie wir ein gelungenes Leben hinbekommen, weil das ist es ja schlecht, was wir wollen. Wir wollen nicht reicher und schöner und sonst was werden, sondern wir wollen ein gelungenes Leben führen. Und da bin ich in dieser Resonanzbeziehung mit meinen Kindern. Auch mein anderer Sohn, der mich zum Tauchen gebracht hat, der mir die Unterwasserlandschaft gezeigt hat, und auch meiner Tochter. Und jetzt fange ich nämlich auch gleich an zu malen. Meiner Tochter, die studiert Forstwissenschaften, die hat mich mit in den Wald genommen, hat mir ganz viel erzählt. Mit ihr war ich im Naturpark Berchtesgadener Land, wo sie ein Praktikum gemacht hat, ein Studienpraktikum. Und da hat sie mich mitgenommen und da sind wir ein bisschen herumgewandert. Und da habe ich den wunderbaren Hintersee in der Ramsau gesehen. Und da waren wir relativ früh. Und da lagen Nebel über dem See und überall am See, um See, im See quasi herum waren Angler, die dieses ruhige Wetter, den Nebel genutzt haben, um dort zu angeln. Und das war eine ganz fantastische Stimmung und die wollte ich immer einmal einfangen. Dazu gibt es auch schon Konzepte für einen Holzschnitt, und zwar einen dreiteiligen Holzschnitt. Aber irgendwie war ich der Meinung, vielleicht sollte ich das erst einmal malen in all seiner Farbigkeit, in seinem Ausdruck. Und was ich deshalb gemacht habe, ich habe drei Leinwände genommen und habe sie nebeneinander, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich noch nicht sehen, aber ich zeige es euch gleich, habe ich drei Leinwände hochkant nebeneinander gemacht und es werden drei Bilder werden. Ein sogenannter Triptychon, so nennt man es in der Kunst, geht zurück auf die Altarbilder. Ihr kennt es in alten Kirchen, da werden die Altäre aufgeklappt zu den hohen festlichen Feiertagen. Und an normalen Tagen sind sie zugeklappt. Und wenn man sie eben aufklappt, dann sind es drei Bilder, wobei natürlich das mittlere in der Regel doppelt so groß ist, weil ja, ne, wenn die aufklappen, bei mir sind es drei gleiche. Sie sind sehr hochkantige Bilder. Ich hatte die Leinwände noch von einer Auftragsarbeit. Die waren mir aber für eine breite Landschaft, fast zu breit, sieht das ein bisschen aus wie ein Film, ja? Aber hochkant in einer Dreierkombination, das stelle ich mir unglaublich spannend vor, dass jedes Bild einzeln, so versuche ich es zu machen, jedes Bild einzeln wirkt, aber sie natürlich zu dritt ein ganz besonderes, ja, einen besonderen Eindruck machen von dieser ruhigen Szene in der Früh am See. Und die Bilder sind aber nicht ganz aneinander. Ich habe die Leinwände aneinander, damit ich mich leichter tue mit Malen. Aber die Szene wird ein bisschen versetzt sein. Also es wird quasi in der Lücke weitergehen. Man wird es dann sehen, hoffentlich mit dem Berg, dass der quasi jetzt nicht direkt anschließt, sondern das ist, wenn man die Bilder dann hängt, die Lücke mitspielt. Und das ist für mich ein Experiment, auf was ich mich sehr freue. Und da fange ich jetzt an und höre jetzt auf zu reden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mir Resonanz gebt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen was dazu sagt. Ich möchte gern in Dialog sein mit euch. Das ist es, was mir wichtig ist. So, und jetzt trinke ich meinen Tee aus, zünd mir ein Pfeiferl an und dann wird gemalt. Das Video mit meiner Tochter, wo er in Berchtesgaden war, das verlinke ich euch hier. Das ist ein wunderschönes Video. Das würde ich euch auch empfehlen, damit ihr nicht irgendwas anders schaut, sondern ein Video von mir. Also, bis nachher. Fährt euch.
So, das ist jetzt ein ziemlich großer Zeitsprung, denn ich habe ganz schön lange an diesen drei Bildern gearbeitet. Und wie ihr seht, habe ich sie hier auseinandergezogen, um nämlich die tatsächlichen Abstände zu zeigen, wie die Bilder dann gehängt sind. Zum Malen habe ich sie ganz zusammen, damit ich einfach ein bisschen kompakter arbeiten kann und damit man es auch in der Kamera ein bisschen besser sieht und eben nicht diese Löcher hat. Aber ab einem bestimmten Punkt musste ich mal sehen, wie sieht es denn zusammen aus. Und ihr seht hier diese Kante zu dieser Kante und diese Bergkante zu dieser Bergkante. Jetzt passt es. Vorher habt ihr euch vielleicht schon gedacht, da sind ja irgendwie Stufen drin. So ungefähr gehört's. Und ich habe die, das zeige ich euch jetzt einmal, hier so mit dieser Leiste habe ich die eben hier in meine Staffelei eingehängt. Das nennt sich French Cleat. Also das ist so eine 45 Grad gesägte Kante. Ihr seht es auch hier. Für die kleineren habe ich das eben solche Dinge. Und so kann ich hier eben in meiner neuen Staffelei eben an verschiedenen Höhen eben meine Bilder aufhängen. Ja, und ich habe sie eben auseinandergetan. Und das Nächste, was ich mache, ist, ich werde Rahmen bauen. Jetzt ist es so, die drei sollen ja wie ein Bild wirken. Natürlich auch wie drei, weil hätte ich auch eine größere Staffelei, größere Leinwand nehmen können. Also ich möchte einen Rahmen haben. Es soll eine gewisse Trennung sein, aber keine große. Das heißt, ich kann jetzt hier keine wuchtigen barocken Rahmen nehmen, sondern es muss was ganz Schmales sein. Und ich denke, ich werde einfach nur ganz schmale Leisten hier seitlich auf die Leinwände drauf nageln. Ich denke, das wird die beste Art sein, mit diesem Bild umzugehen. Hat dann auch ein bisschen einen etwas moderneren Touch als eben diese, ja, diese dunklen Rahmen, den Goldes oder so, sondern eben nur eine ganz kleine, schmale Leiste, die werde ich hier aus meinen Brettern oder Dachlatten machen. Da gehe ich jetzt gleich runter in die Werkstatt und dann baue ich einen Rahmen.